Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! In jeder Gesellschaft ist Polizei unverzichtbar. Keine Gesellschaft kann organisiert werden, keine Gesellschaft kann ihre Ordnung wahren ohne die Existenz von Polizei und ohne die Ermöglichung ordnungsgemäßer Abläufe bei der Polizei. Dies gilt in allgemeinen Zeiten, dies gilt in Zeiten wie diesen, in denen die Sicherheitslage in besonderer Weise angegriffen ist, in ganz besonderer Weise. Deshalb stehen wir alle in der Verpflichtung, Polizistinnen und Polizisten zu schützen, weil sie tagtäglich einen für unsere Gesellschaft unverzichtbaren Dienst leisten. Worum geht es bei der Debatte? Ganz praktisch. Eine deutsche Großstadt, nachts an einem Wochenende, kurz nach zwei, schlägt eine große Gruppe einen jungen Mann zusammen. In der darauffolgenden Fahndung fällt der Streifenwagenbesatzung diese Personengruppe auf, eine Personengruppe auf, die sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufhält. Man versucht eine Personenkontrolle. Dabei kommt es zu wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen der Polizeibeamten. Die Situation spitzt sich zu, als die Beamten sich mit der Androhung körperlicher Gewalt konfrontiert sehen. Dennoch gelingt es ihnen, zwei Personen vorläufig festzunehmen. Andere Personen der Gruppe versuchen daraufhin, die Festgenommenen aus dem Gewahrsam der Polizei zu lösen. Unterstützung muss angefordert werden, um die Lage in den Griff zu bekommen und fünf weitere Personen kontrollieren zu können. Am Ende sind vielleicht sechs oder acht Streifenwagen am Einsatz beteiligt, um die aufgeladene Situation zu entschärfen. So oder ähnlich geschieht dies in Deutschland Tag für Tag. Meine Damen und Herren, nicht immer gehen Einsätze, so wie ich es eben beschrieben habe, einigermaßen glimpflich aus. Im Jahr 2015 sind mehr als 64.000 Polizisten Opfer von Straftaten geworden. Laut Kriminalstatistik im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 2% bei vollendeten Straftaten gegen Polizisten. Man hat manchmal den Eindruck, als hätten sich Teile des politischen Spektrums daran gewöhnt, dass dieser Anstieg von Jahr zu Jahr zu einer Art Regel- und Normalfall wird. Wir dürfen nicht mit politischer Abstumpfung auf die Verrohung des Klimas gegenüber Beamten reagieren. In den schwierigen Zeiten, in denen wir leben, sind wir in besonderem Maße auf die Kompetenz, auf die Professionalität unserer Einsatzkräfte angewiesen. Ihr Einsatzprofil wird stetig komplexer, vielfältiger und gefährlicher. Und deshalb werden wir von der Großen Koalition den Polizisten und Polizistinnen den Schutz gewähren, den sie benötigen. Die Polizisten halten jeden Tag in unserem Land den Kopf hin. Sie kommen zu den Bürgern, sie wagen sich in gefährliche Einsätze, sie arbeiten im Schichtdienst, sie arbeiten am Wochenende, und für all das, was sie leisten, gebührt ihnen nicht Misstrauen und Geringschätzung, sondern Dank, Anerkennung und Respekt. Und meine Damen und Herren, der Angriff auf ein Individuum ist immer schlimm. Es ist ein Angriff auf die persönliche Integrität, auf Leib und auf Leben. Aber was wir im Fall von Angriffen auf Polizisten erleben, ist ein weiteres. Es ist nicht nur der Angriff auf ein Individuum, es ist der Angriff gegen unseren Staat, und einen solchen Angriff müssen wir in aller Entschlossenheit beantworten. Wir haben deshalb in unserer Politik gesetzt auf einen Dreiklang: mehr Personal, bessere Ausrüstung, aber auch die Verschärfung des Strafrechts. Mehr Schutz durch Personal. Die Große Koalition hat in dieser Wahlperiode mehr als 10.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei und den Sicherheitsbehörden des Bundes beschlossen. Einen solchen Aufwuchs kann man ohne Übertreibung historisch nennen. Das ist eine historische Leistung. Sie ist in ganz besonderer Weise das Verdienst unseres Innenministers Thomas de Maizière, dem ich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich danke. Mehr Schutz durch bessere Ausrüstung. Die Große Koalition hat die Haushaltsmittel für die Ausrüstung unserer Polizistinnen und Polizisten deutlich aufgestockt. Wir haben gemeinsam mit der SPD in diesem Bereich viel hinbekommen.
Herr Tempel, können Sie sich erinnern, dass Sie vorhin auf die Einwürfe des Kollegen Lutschak gefragt haben, ob ihm etwas die Erziehung fehle? Vielleicht messen Sie sich einmal an Ihren eigenen Maßstäben. Herr Kollege Dr. Habart, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Tempel? Ich glaube, von den Ausführungen des Kollegen Tempel haben wir heute schon genug genossen, Herr Präsident. Wir haben die Ausrüstung der Polizisten aufgestockt. Wir haben die Bundespolizei umfassend mit Bodycams ausgerüstet, deren Einsatz nachweislich die Zahl der tätlichen Angriffe reduziert. Und wir werden noch in diesem Jahr eine bundesweite Kampagne initiieren, um das gesellschaftliche Klima für uniformierte Einsatzkräfte zu verbessern. Herr Kollege Habart, der Kollege Ströbele möchte ebenfalls eine Zwischenfrage stellen. Der Kollege Ströbele hatte heute noch nicht die Gelegenheit, hier zu sprechen. Der Kollege Ströbele hat gerne die Chance. Ja. Herr Kollege, haben Sie eine Erklärung dafür, wenn sie so viel für die Polizei getan hat, warum die gerade derzeit in diesen Tagen in Berlin auf die Straße gehen müssen, um für eine angemessene Bezahlung zu demonstrieren? Gestern waren Sie, glaube ich, hier in Sichtweite des Reichstages. Können Sie mal diesen Widerspruch erklären? Herr Kollege Ströbele, vielen Dank für Ihre Frage. Ich habe Ihnen eben berichtet, wie es sich verhält bei der Bundespolizei, für die wir als Bund, als Große Koalition Verantwortung tragen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir hier einen massiven Aufwuchs an Personal haben. Wir haben auch im Bereich der Bundespolizei nach unserer Überzeugung Vergütungsstrukturen, die es ermöglichen, dass wir hier hochprofessionelle Polizeiarbeit betreiben können. Wenn es einzelne Bundesländer gibt, die Polizei kaputt sparen, dann rate ich Ihnen in allererster Linie dazu, dass Sie sich einmal in den Ländern erkundigen, in denen Sie politische Verantwortung tragen. Und ich möchte Ihnen raten, Herr Kollege Ströbele, dass Sie die Stimme für die Polizei nicht nur dann erheben, wenn es um Vergütungsfragen geht, sondern dass Sie die Stimme für die Polizei etwa auch dann erheben, wenn Frau Peters in so schlimmen Entgleisungen über die Polizei richtet, wie sie das Anfang Januar getan hat. Wir bringen neben personellem Aufwuchs und neben besserer Ausrüstung auch strafrechtliche Verschärfungen auf den Weg. Wir bringen sie heute auf den Weg mit einer Vereinbarung, mit der Umsetzung einer Vereinbarung, die wir im Koalitionsvertrag mit der SPD vor über 3 Jahren getroffen haben. Wir sind froh, Herr Bundesjustizminister, dass wir an diesen Punkt gekommen sind. Wir als Unionsbundestagsfraktion freuen uns sehr darüber, dass wir heute vor dieser Einbringung der Neuregelung stehen. Ich sage Ihnen allerdings auch, wir hätten uns von Seiten der Unionsfraktion in der Priorisierung der Projekte in dieser Legislaturperiode eine etwas andere Reihenfolge gewünscht. Aus unserer Sicht wäre es besser gewesen, wenn man dieses Projekt nicht erst im Jahre 2017 aufgegriffen hätte. Es geht im Kern um verschiedene Änderungen in der Rechtslage. Wir werden die Begehungsform des tätlichen Angriffs in einem eigenständigen Straftatbestand regeln. Dieser Straftatbestand wird mit einer höheren Mindestfreiheitsstrafe versehen sein. Wir werden künftig nicht mehr darauf abstellen, ob eine Vollstreckungshandlung vorliegt oder ob es an einer Vollstreckungshandlung fehlt. Bisher hat die Norm allgemeine Diensthandlungen nicht erfasst, wie etwa Streifengänge, wie etwa Observation, wie etwa die Aufnahme eines Unfalls. Wir sind der Überzeugung, Polizistinnen und Polizisten sind bei solchen Tätigkeiten genauso schützenswert, und deshalb ist es ein klares Zeichen, das wir hier setzen. Wir setzen ein klares Zeichen auch etwa in der Frage von Tatbegehungen, in der Frage, wenn Waffen mit sich geführt werden, auch ohne die Absicht zum Einsatz der Waffe zu verfolgen. Wir schließen Lücken, die im Strafgesetzbuch bisher bestehen. Das erhöhte Aggressionspotenzial beschränkt sich aber nicht auf Polizeibeamte. Aus diesen Gründen dehnen wir die skizzierten Maßnahmen auch auf Hilfskräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste aus. Das ist eine längst überfällige Maßnahme, wie immer wieder erschreckende Berichte belegen. Wenn wir
erleben müssen, dass Feuerwehrleute, die versuchen, einen Brand zu löschen, daran gehindert werden. Wenn wir Berichte lesen, dass Sanitäter, vielleicht auch mal in Begleitung von Notärzten, beim Versuch, Menschenleben zu retten, behindert werden, gestört werden, angegriffen werden, dann fehlt mir dafür jeder Respekt und dann muss dem mit gleicher Konsequenz entgegengetreten werden wie bei Angriffen auf Polizisten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, etwa Mitarbeiter in Jobcentern, Jugendämtern und Ausländerbehörden in den Schutzbereich mit aufzunehmen, denn auch sie sind aufgrund ihrer Tätigkeit solchen Anfeindungen häufig ausgesetzt. Ich räume ein, dass das handwerklich in der Umsetzung nicht einfach ist, aber ich glaube, wir sollten dies auf unserer politischen Agenda belassen. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn von diesem Tag für den Einsatz der Polizistinnen und Polizisten in Deutschland aus diesem Haus ein Signal der Geschlossenheit ausgehen würde. Sie verrichten einen Dienst für unser Gemeinwesen insgesamt. Sie hätten es verdient, dass alle Fraktionen diesem Gesetzentwurf, den wir nun parlamentarisch beraten werden, dann in der Folge auch zustimmen. Herr Kollege Tempel, Sie haben für Ihre Fraktion schon das Gegenteil angekündigt und haben darauf hingewiesen, wie falsch es sei, am Schutz etwas zu machen durch Veränderungen beim Strafrahmen. Wenn der Strafrahmen keine Auswirkungen hat auf Abschreckung, wenn der Strafrahmen da keine Auswirkung hat, warum wollen wir dann eigentlich die Normen, wie wir sie im Augenblick haben, überhaupt beibehalten? Wenn der Strafrahmen keine Auswirkung hat, dann wäre es eigentlich genauso gut vertretbar zu sagen, Angriffe auf Polizisten werden künftig mit kleinen Geldstrafen, mit ein bisschen Arbeit in einer Sozialstation, mit ein paar Sozialstunden abgegolten. Ich glaube, so etwas sollte man nicht ernstlich vertreten. Natürlich hat der Strafrahmen eine abschreckende Wirkung. Und deshalb werden wir hier dieses Paket so beschließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kollege Tempel hat jetzt die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen für eine Kurzfrage.